Im Tale der Sauer liegt die Stadt Echternach. Durch ihre Lage im Mittelpunkt einer Gegend, die man die kleine Luxemburger Schweiz genannt hat, wurde sie zum beliebtesten Fremdenverkehrsort des Landes. Kilometerlange Wanderwege führen durch das Echternacher Felsenland und bieten Ruhe und Erholung. Hier führen alle Wege nach Echternach, wo bereits die Römer ihre Landhäuser bauten. Hier spürt man auf Schritt und Tritt, wie die einzelnen Jahrhunderte das Bild der Stadt geprägt haben. Alles aber führt zur früheren Benediktinerabtei St. Willibrord, die das Stadtbild mit ihren großgedachten Barockbauten aus dem 18. Jahrhundert beherrscht. Mit dem heiligen Willibrord wird der Name der Stadt im Jahre 698 zum ersten Mal in der Geschichte genannt. Das Skriptorium der von ihm gegründeten Abtei schuf Werke, die zu den größten künstlerischen Leistungen der Buchmalerei gezählt werden. Willibrords Grabkirche zieht bis heute die Pilger an. Auch nach der Aufhebung des Klosters durch die Franzosen in ihrer großen Revolution spürt man in seinen Bauten die Größe der früheren Reichsabtei Echternach. An den Pfingsttagen steht die Basilika seit undenklichen Zeiten im Mittelpunkt des Geschehens. Am Pfingstsonntag beginnt in Prüm in der Eifel eine Prozession, deren Geschichte bis in das 16. Jahrhundert zurück verfolgt werden kann. Die Legende umwob die Willibrordus-Wallfahrt der Pilger von Prüm und Wachsweiler, die vielleicht als erste in den an den Pfingsttagen in Echternach zusammenkommenden Bandprozessionen als Springer auftraten. Thank you.
Sie kommen bis heute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewinnet einer zu den Frauen, und gewinnet eines die Frucht deines Leibes, Jesus. Du heilige mit dem Wort zu deinem Tage, kommen wir. Am Pfingstdienstag erblicken sie, wie die Teilnehmer der anderen Prozessionen aus dem Gebiet der früheren Abtei Echternach, die Basilika. Ihr Ziel ist erreicht. Zum Gottesdienst werden sie in die Grabkirche des heiligen Willibrord geleitet. In der Zwischenzeit sind auch die anderen Prozessionen eingetroffen. Viele haben Echternach mit schnelleren Verkehrsmitteln erreicht. Die Echternacher Springprozession beginnt nach einem Gottesdienst in der Basilika mit dem Einzug der hohen Geistlichkeit in den Ehrenhof der früheren Abtei und der Ansprache des Bischofs von Luxemburg. Wollen wir abbrechen, an Prozession aufhängen, am Namen vom Herrgott, wie der Heilige Willibrord zu Dax gesagt hat, Procedamus in Pace, in nomine Domini, fortiter. Los, mir Frieden zusammen eisen Velo gehen, am Namen vom Herrgott, fest, auf voll Vertrauen. Amen. Amen. In den Straßen der Stadt haben sich auch die Zuschauer angesammelt. Man zählt sie zu Tausenden. Da sind sie. Ein Kreuz blitzt auf, Fahnen werden sichtbar. Hinter ihnen eine Sängerschar. Männer, nur Männer, ernste Männer. Sie singen die Willibrordus-Litanei, jene Himmel und Erde bewegende Weise. Die Prozession hat die Bergstraße erreicht. Mit ihr auch die Pilger aus der Eifel mit ihren Brudermeistern. Ihnen folgen in langer Doppelreihe die Kleriker. Du warst Mensch, sei gnädig uns Menschen, bitt für uns, heiliger Willibrord. Seht, da kommen als Erste die Echternacher Stadtmusikanten. Ein Marsch erbraust. Schon erhebt sich das Bubenvolk auf den Beinen und nun geht es los im verwunschenen Hexentakt. Jetzt hat die Weise die Mädchen gefangen, wirft sie in den Tanz, dass Röcke und Zöpfe fliegen. Und nun die Geiger. Sie legen ihre ganze Seele und ihre ganze Kraft in ihr Spiel. Schmeicheln, drängen, lock.
Bild, das sich dem Zuschauer bietet, ist gewiss eines der wunderlichsten, die man sehen kann. Zwischen zwei dichten Menschenmauern rechts und links das lange fantastische Band der gänzlich entfalteten Prozession. Musiker und Springer, Hunderte, Tausende von Köpfen und Schultern im stampfenden Rhythmus des dröhnenden Auf und Nieder, vorgeworfen und zurückgerissen wie die Wellen im Spiel von Flut und Ebbe. Neue Musikgruppen kommen, neue Springer. Es kommen 10, es kommen 20, es kommen mehr. Und jede spielt dieselbe Weise. Sie ist hundertfältig in der Luft, klirrt rasselnd in jeder Fensterscheibe, rollt lärmend über jedes Dach, fällt krachend durch das ganze Tal, hallt donnernd an den Bergen wieder, verliert sich polternd in der Tiefe des Himmels. Dunkel empfängt die Springer der Schatten der Kirche. Eine neue Musik. Kupfer und Nickel, Pauken und Trommel. Es ist ein Dröhnen, das die Säulen beben und die Gewölbe zittern. Es erschüttert Mark und Bein und was Füße hat, muss sie heben. Es ist das Meer in seinem Wellengang. Es muss jeder Tropfen mit in dem rauschenden Schwall. Jetzt sind sie am Sarg des Heiligen. Jetzt ihm gegenüber. Stampfen und tatzen. Jetzt sind sie vorbei. Sind im Licht eines Fensters. Die Sonne liegt auf ihnen, blitzt auf dem Kupfer und Nickel der Instrumente, die unentwegt blasen. Weiter geht es, dem Tore zu, hinaus wie hinein. Hey, das ist